Wir sind bei Peugeot in Saarbrücken. Nach und nach, wenn wir alle Fahrzeugmodelle durchgehen, hier ist der 308 in der Version SW, ist ein Stationwagen, das heißt sprich ein Kombi. Man sagt ja jetzt, Kombis sind out, aber nein, das stimmt gar nicht. Hier ist Stefan Konz, hallo. Hallo, hallo. Ja, Kombi läuft immer noch, ist immer noch ein aktuelles Thema. Und es gibt auch Kunden, die jetzt sagen, sie brauchen nicht unbedingt diese SUV-Variante. Also sie wollen klassisch sitzen. Also genau. Das heißt natürlich ein bisschen höher, der SUV. Das ist so, zeig's mir hier vorne. Das heißt so, die Form, der Einstieg ist ein bisschen höher. Ist aber schwer im Trend. Ist der SUV, gar keine Frage. Aber ist auch eine Preisfrage. Das Auto kostet ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Also 3.008 ist im Vergleich zum 308 um die 6.000 bis 8.000 Euro teurer. Genau, macht letztendlich dasselbe, ja, je nachdem, was man gerne machen möchte. Genau. Auch von der Motorisierung her, Leistung, Ausstattungsdetails ist eigentlich vergleichbar mit dem 3.008, muss man sagen. Genau, auch innen sind ganz viele Features übernommen worden. Auch hier haben wir einen GT. GT ist so die sportliche Variante letztendlich von allem. Genau, das ist die 8-Gang-Automatik, die jetzt ganz neu gekommen ist mit dem 180 PS Diesel als 2-Liter-Variante. Ja, schauen wir uns mal kurz hinten an. Wir haben natürlich wesentlich mehr Platz. Wir haben ja gerade eben noch den 208 haben wir uns angeschaut. Ein Riesenkofferraum quasi. Und ein Riesenkofferraum. In der Fahrzeuggröße fast der größte, oder? Das stimmt, das ist wahr. Also der Kofferraum ist jetzt hier vom Volumen her größer als noch beim 3008. Also es ist wirklich sehr groß. Das geht eigentlich schon in eine Klasse größer von der Dimensionierung her. Es gab ja mal den 406, 407 als Beispiel. Was ist da jetzt das Pendant? Also das wäre jetzt praktisch der 508, der da hinten auf der rechten Seite steht. Genau, das heißt, es geht noch größer. Es ginge noch größer, aber auch nur von der Breite her. Also die Tiefe ist eigentlich vergleichbar jetzt zwischen 508 und 308. Also hier ist das Volumen vom Kofferraum her wirklich toll, muss man sagen. Ja, der Komfort innen, auch jetzt das GT hat natürlich hier diese ganz schicken Endschalldämpfer, die hier drauf sind. Die Optik spielt ja immer mehr eine Rolle, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hier, wie gesagt, der Wagen ist jetzt relativ sportlich ausgelegt und auch von der Optik her in die Richtung gehend. Aber die reinen Vorzüge mit Kofferraumvolumen, Platz in Verhältnissen, so, das ist auch bei den anderen Varianten gleich. Prima, wir schauen uns das Auto am besten mal von innen an. Wenn wir zunächst mal auf die Sitze hinten gehen, dass wir da mal kurz mal reingucken. Der hat natürlich jetzt eine getönte Verglasung, das heißt, ich kann auch mal eine Tasche liegen lassen, sage ich jetzt mal. Sollte man natürlich nicht, aber es ist nicht direkt einzusehen. Das stimmt, genau. Ja, die sind dunkel abgetönt, die Scheiben, und das ermöglicht nicht so den direkten Einblick, das stimmt. Teilleder hier? Das ist jetzt Leder, Kunstleder Alcantara ist das. Das ist die serienmäßige Bepolsterung beim GT, kann man aber zusätzlich auch noch mit Nappa-Leder bekommen. Mhm. Gut, dann schauen wir mal ein. Sei so lieb, machen wir mal kurz auf. Dann gehst du mal gerade auf der anderen Seite rein und auch hier dominiert natürlich das Display. Mittlerweile ist das Thema CarPlay natürlich an. Selbst im Zustand jetzt ohne Schlüssel, der eingesteckt ist, sind schon mal so erste LEDs sind schon mal an, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, oder? Das stimmt. Also das Fahrzeug ist hier jetzt mit diesem Touchscreen ausgestattet. Ich habe mal gerade kurz gestartet, damit wir auch das Display sehen. Sonst geht er nachher wieder gleich in den Eco-Modus. Also er zeigt Ihnen jetzt hier im Endeffekt an, die Grundinformationen, also Geschwindigkeitsdarstellung und Drehzahlmesser. Mhm. Und wie gesagt, dieser Bildschirm ist halt berührungsabhängig gesteuert. Also über Touch läuft das dann alles im Endeffekt. Genau, das Thema heißt natürlich auch die perfekte Integration vom Mobiltelefon. Ich kann also Apps hier auch benutzen, wenn ich das möchte. Genau, richtig. Man kann also das Handy über Datenkabel anklemmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein iPhone anschließe, dann habe ich Apple CarPlay drauf, kann mir dann da auch die Nachrichten dann dementsprechend einspielen lassen, vorlesen lassen. Und also das Auto ist von der Warte her auf dem aktuellsten Stand. Genau, auch das kleine Lenkrad mit drin, mit diesem Art Spezialdisplay, wo ich einfach drüber gucke, was so fast ist wie ein Head-Up-Display. Richtig, genau. Also Peugeot baut bei der Variante 308 kein Head-Up-Display aus, weil das Lenkrad so kompakt abgemessen ist, dass man im Endeffekt über den Lenkradkranz praktisch in die Instrumentierung schaut. Wenn du mir mal kurz erklärst, was da oben zu sehen ist. Hier oben ist nur die Symbolik für die Gurte, dass man angeschnallt ist oder eben nicht. Er hat zusätzlich noch die Connect-Box drin mit SOS-Funktion und Assistance-Funktion und die Bedienung von der Jalousie vom Glasdach her. Genau, jetzt ist
gerade der Zündschlüssel draußen. Was mich auch fasziniert, ist die cleane Optik hier, was also gerade die Instrumentierung angeht. Ja, es ist alles sehr, 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 sehr clean und zurückhaltend, oder? Genau, also Pyro ist jetzt hier erstmalig in einen neuen Weg gegangen. Also die haben jetzt praktisch mal diese ganzen überladenen Mittelkonsolen nochmal neu strukturiert, indem man jetzt praktisch hier oben diese Untermenüs hat, wo man direkt anwählen kann. Und dadurch hat man unten im Endeffekt dann halt hier in der Mittelkonsole keine Druckknöpfe mehr, die nachher nicht mehr intuitiv bedienbar sind. Hier ist es eindeutig, ich habe hier Radio, Navigation, Klimaanlage, Telefon, Fahrzeuggrundeinstellungen. Das einfacher ist wie vorher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super. Auch das Soundsystem ist ja wirklich toll. Man hat hier auch einen Denon verbaut in der GT. Ist ein Denon drin, ist auch wieder von der Lautsprecherbestückung hochwertiger. Es ist mehr Kraft, weil er einfach einen Verstärker mit verbaut hat und auch einen Subwoofer, der sich im Kofferraum befindet bei dem Modell. Super. Ich hatte jetzt noch 8-Gang-Automatik. Das ist jetzt ganz neu. Ja, ist jetzt ganz neu eingeführt worden. Wurde praktisch ersetzt durch die vorherige 6-Gang. Also jetzt ist das eine 8-Gang. Prima. GT, wir steigen nochmal kurz aus. Dann werden wir uns nochmal unterhalten über das Thema Finanzierung. Denn solche Fahrzeuge werden jetzt immer öfter auch finanziert. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, bei euch jetzt ein Leasing abzuschließen mit einem Full-Service-Vertrag. Das heißt also, ich habe mit Wartungsservice während der Leasingzeit gar nichts mehr zu tun. Richtig, man gibt das Auto zu den vereinbarten Terminen dann ab. Und das ist dann praktisch in die Leasingrate schon inkludiert. Oder ja, nicht finanzieren. Genau, wenn ich jetzt Interesse habe am 308, habe zum Beispiel eine Familie oder ich habe ein Hobby, habe ein Mountainbike zum Beispiel, was ich hinten reingehen muss. Was ist sonst noch eine Anwendung? Ich könnte auch einen Wohnwagen ziehen, einen kleinen. Klar, also es gibt Anhängelasten, die gehen hoch bis auf 2 Tonnen. 2 Tonnen. Je nachdem, welches Modell es halt ist, ist es ein bisschen abhängig davon. Und ja, vom Grundsatz her ist das wirklich ein sehr breit aufgestelltes Fahrzeug. Also ist auch sparsam, habe ich mir sagen lassen. Es erfüllt die Klasse A, ja, hier in dem Fall. Auf jeden Fall. Also die ganzen Peugeot-Motoren haben die Euro 6-Norm, auch im Dieselbereich. Und die Schadstoffemission ist da sehr gering. Gut, da ist er, der 308. Wir sind bei PSA Retail, bei Peugeot in Saarbrücken. Genau. Hier ist Stefan Konz, wenn man dich erreichen möchte und dein Team, Telefon? 0681 7615 und dann die 0 und sich dann halt Neuwagenverkauf verbinden lassen. Wenn ich einen alten Gebrauchten habe, zum Beispiel mein Schätzchen, kein Thema, oder? Geht auch. Kriegen wir hin, definitiv. Nehmen wir zurück. Alles klar, tschüss Stefan. Ciao, tschüss.